بسم الله الرحمن الرحيم بما هم بايت عمل امتما وغوم اسأل المهدي دي رافضة في شتكت تعال تغالي im vorigen Video haben wir das Zeugnis Ayatollah Shirazi gehört, wo er seine Meinung und die Meinung anderer Gelehrter wie Al-Mufid erzählte, dass Al-Mahdi der Rafida, der falsche Mahdi Muhammad al-Askari, versteckt ist, weil er darauf wartet, eine bestimmte Anzahl an sehr guten Anhängern unter den Schia zu finden. Er hat nicht erwähnt, wie viel ist diese Anzahl und was bedeutet gut zu sein, deshalb nehmen wir einen anderen Gelehrter, der uns diesen Glauben bestätigt und die Anzahl genau bestimmt. Yasir al-Habib verrät uns dieses Geheimnis. أحد أن سيف علي كان فيه خلل حينما جرى انقلاب السقيفة المشؤوم أو أن علي كان قد تثبط عن الجهاد وعن مقارعة الأبطال أبدا ماكو خلل في سيف علي ولا كان علي قد ضعفت قواه ولكن أمر الله أمر رسول الله يا علي هذا هو الشرط هكذا قال رسول الله هؤلاء سيقومون بانقلاب عليك وينتزعون الحكم والخلافة منك إذا تريد أن تجاهد شرط أكون أن يكون معك 40 رجل عدة ترفع السيف في وجوههم ما تكتمل هذه العدة ممنوع عينا مثل ما حصل بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله هو رسول الله صلى الله عليه وآله كان جبان والعياذ بالله قبل معركة بدر الكبرى أبدا مع ذلك كانت حملات المشركين وكفار مكة وقريش على المسلمين تتوالى كلما المسلمون يفزعون ويأتون إلى رسول الله ويقولون يا رسول الله أعطنا ابنا بالجهاد يقول لم تكتمل العدة أمر الله لم يأتي ما اكتملت العدة كم عدد العدة 313 رجل خلي تكتمل هذه العدة آذن لكم بالجهاد بالفعل لما اكتملت هذه العدة أعلن رسول الله صلى الله عليه وآله الحرب على قريش إمامنا المهدي صلوات الله عليه وأرواحنا فداه هو ينتظر منا أن نكمل العدة وفضيحته في عالم التشيع ليس هنالك 313 رجل مخلص مستعد للحرب والجهاد وفضيحته في الروايات الشريفة تقول إذا هذا العدد يتوفر عدة بدر 313 إمامكم الحجة يظهر شوف فيها الملايين الذين يتحدثون يقولون نحن شيعة وبأبي أنت وأمي وهيهات منا الذلة ويا صاحب الأمر عجل وين هو الإمام الصادق صلوات الله عليه حذرنا من ذلك أنه بس خل يظهر الإمام حجة صلوات الله عليه ويطلب منكم نصرتنا ستقولون له ماذا لا نفعل إنما نتقي ولكانت التقية أحب إليكم من آبائكم وأمهاتكم إلى هذه الدرجة التقية ستنقلب من مجرد رخصة شرعية الله شرعها رحمة بعباده ستنقلب إلى مرض يمنع الشيعة من النهضة. Zusammenfassung: Der falsche Mahdi der Rafida wartet darauf, bis es unter den Schiiten 313 Männer gibt, die auf die Taqiyya verzichten und mit ihm kämpfen wurden, wenn er kommt. Diese Anzahl ist dieselbe wie die Anzahl der Sahaba in der Schlacht Badr al-Kubra, die mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gekämpft haben. Die Analyse dazu: Aus diesem Vortrag entnehmen wir Folgendes. Erstens, Al-Mahdi der Rafida wird laut Überlieferung kämpfen und nicht, wie manche Schia behaupten, friedlich erscheinen. Deshalb ist sogar die Anzahl 313 dieselbe Anzahl der Kämpfer an der ersten Schlacht des Propheten in Badr. Der falsche Mahdi wartet darauf, bis er 313 Männer unter den Schiiten findet, die ehrlich sind und mitkämpfen würden, wenn er kommt. Wie er wissen kann, ob es diese 313 gibt oder nicht, wenn er gar nicht sucht, weiß kein Mensch. Vielleicht weiß er über das verborgene Bescheid. Und wieso der Professor Assalam sich damals nicht versteckt hat, bis er die 313 findet, wie der falsche Mahdi Rafida
weiß auch kein Mensch. Zweitens, laut dieser Überlieferungen waren doch die Sahaba, die in Badr mitgekämpft haben, einschließlich Abu Bakr und Umar, ehrliche und mutige Menschen. Sie haben zumindest die Qualität erreicht, die die Schia seit 1000 Jahren erfolglos versuchen zu erreichen. Wenn die ersten Sahaba Heuchler oder Schwachgläubige gewesen wären, dann hätte der Prophet ﷺ sie nicht gezählt, wie Al-Mahdi der Rafida heute, die 200 Millionen Rafidi immer noch nicht zählt und deshalb auch nicht führen kommt. Anders gesagt, die Sahaba waren niemals Heuchler gewesen, wie die Rafida behaupten, deshalb hat der Prophet ﷺ mit ihnen gekämpft. Jedoch scheint so zu sein, dass die heutigen Schia Heuchler sind, deshalb kommt Al-Mahdi zu ihnen immer noch nicht. Das vernichtet alle Behauptungen der Rafida und macht ihre Religion zunichte. Drittens, in der Überlieferung von Imam al-Sadiq stand, dass wenn Al-Mahdi kommt und die Schia um Unterstützung beim Kampf bittet, dann werden sie ihm sagen, wir machen Taqiyya, wir machen Taqiyya. Es ist schon bekannt, dass wenn man bei den Rafida von Taqiyya spricht, dann meint man, dass sie die Taqiyya mit den Sunniten machen, aber nicht mit den Juden oder mit den Christen, denn den Juden und den Christen ist es gleich, ob man Schiit oder Sunnit ist. Deshalb gilt diese Überlieferung als Beweis dafür, dass wenn der falsche Mahdi der Rafida kommt, gegen die Sunniten kämpfen wird und dass seine Schia angeblich sagen, dass sie lieber ihren Glauben verheimlichen wollen, um mit den Sunniten friedlich zu leben. Deshalb gilt das als Bestätigung dafür, dass Al-Mahdi der Rafida seinen Kampf gegen die Sunniten richten wird und nicht gegen die Nichtmuslime. Und das bestätigt die Beschreibung des Dajjals oder des falschen Mahdi, vor dem alle Propheten gewarnt haben. Also die Rafida warten auf den Dajjal und nicht auf Al-Mahdi. Sie werden ihn im Kampf gegen die Muslime anschließen. Das heißt, sie werden mit den Juden und Christen sein, unter der Führung des Antichrist und gegen den Islam. Hauptsache wissen wir nun, dass Al-Mahdi der Rafida wirklich auf 313 Männer wartet, die bereit sind, gegen die Sunniten zu kämpfen, wie die Sahaba mit dem Propheten gegen die Kuffar gekämpft haben. Als Konsequenz stehen uns folgende Optionen zur Verfügung. Erstens, entweder stimmt diese Geschichte und die Rafida sind alle schlecht. Innerhalb der letzten 1000 Jahre haben keine 313 gleichzeitig das Niveau der Sahaba erreichen können. Sollten sie nicht erstmal das Niveau der Sahaba erreichen, bevor sie kritisieren, oder sieht der Blinde seine eigenen Fehler nicht? Zweitens, oder aber ist die Geschichte nicht richtig? Jedoch diese Geschichte erzählen die großen Gelehrten der Rafida und bauen sie auf Überlieferungen von den Imamen. Das bedeutet wiederum, entweder waren die Imame unwissend oder die Schia sind Lügner über die Imame und haben ihre Religion alleine erfunden. Falls wir die Option nehmen, dass die Imame unwissend waren, dann stimmt ihre Fehlerfreiheit nicht mehr und demzufolge die ganze Imamat auch nicht. Und falls wir uns für die Option entscheiden, dass die Rafida-Gelehrte Lügner waren und ihre Religion auf Lügen über die Imame bauen, dann mussten wir an die ganze Religion verzweifeln, die diese Gelehrte überliefert haben. Denn wer einmal lügt, der konnte immer lügen. Denn wenn die Voraussetzungen der Rückkehr des Imams auf Lügen bauen, wieso sollen die Beweise seiner Existenz keine Lügen sein? Wer die eine Geschichte belügt, der konnte die andere auch sehr einfach belügen. In anderen Worten, die Schia haben es schwer in dieser Version der Begründung der Abwesenheit des Imams, obwohl diese Version am meisten verbreitet ist. Denn sie werden da entweder im Vergleich zu den Sahaba zu schlicht dargestellt oder Anhänger einer Religion, die auf Lügen gebaut ist. Und so oder so gelten sie als irregegangene Menschen, denn die Anhänger, auf die ihr Imam nicht zählen kann, sind irregegangen und untreu. Und die Menschen, die in einer Lüge leben, sind auch irregegangen. Im Endeffekt machen die Rafida-Gelehrte selber das Urteil, dass sie sehr schlechter als die Sahaba und die Sunniten sind. Schämen sie sich nicht, sie zu beleidigen? Es ist nun egal, ob diese Überlieferungen und Geschichten stimmen oder nicht. Wir können das Urteil machen, dass die Schia laut ihrer eigenen Gelehrte zu schlicht sind, um einen Imam zu bekommen. Die Sahaba haben die Ehre bekommen, Allah subhanahu wa ta'ala und seinen Propheten s.a.w. zufrieden zu stellen. Und die Schia brauchen anscheinend noch 1000 Jahre, bis sie die Ehre bekommen, den Imam nur einmal sehen zu dürfen, das falls er existieren würde. Und das trotz aller Gebete und Gottesdienste und der vielen Menschen, die endlos weinen und sich schlagen. All das war umsonst und hat den Imam nicht überzeugen können. Wahrscheinlich werden die Daten gar nicht angenommen. Jedoch, wenn die Schia wirklich davon überzeugt sind, dass der Imam nicht kommt, bis sie sich verbessern, dann mussten sie doch etwas dafür tun, um sich zu verbessern und den Imam zufriedenzustellen. Man kann den Glauben durch die Taten bestätigen lassen. Und damit kein Mensch ohne Recht verurteilt wird, müssen wir diesen Glauben der Rafida anhand ihrer Taten prüfen. Das werden wir inshallah im nächsten Teil sehen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.